Bayern 2 Tagesgespräch mit Christine Krüger. Grüß Gott. Gestern hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil zur Gentechnik gefällt, das so ziemlich alle überrascht hat. Die Richter haben bestimmt, dass auch Pflanzen, die durch ganz neue gentechnische Methoden erschaffen wurden, streng reguliert und gekennzeichnet werden müssen. Damit haben diese Pflanzen und aus ihnen gemachte Lebensmittel bei uns Verbrauchern keine Chance. Ist das in Ihrem Sinne, meine Damen und Herren? Oder vergeben wir uns in Europa die Chance, wichtige Züchtungen schneller hinzukriegen, zum Beispiel Sorten, die Hitze und Starkregen gut aushalten? Rufen Sie an und sagen Sie uns Ihre Meinung zum Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft, der sogenannten grünen Gentechnik. Die Nummer ist kostenlos 0800 94 95 95 5 oder schreiben Sie uns auf die Tagesgesprächsseite unter bayern2.de. Welche Gefahren gehen von gentechnisch veränderten Pflanzen aus? Und wie könnten gentechnisch veränderte Lebensmittel uns beeinflussen? Jahrzehntelang wurde dahingehend geforscht, es sind bisher keine negativen Einflüsse bekannt. Woher rührt dann aber die Abneigung? Diesen und noch viel mehr Fragen wollen wir heute nachgehen. Nochmal die Nummer 0800 94 95 95 5. Sie ist kostenlos, auch vom Handy aus. Und mit meiner Kollegin aus der BR-Wissenschaftsredaktion, Renate L. Grüß Sie Gott. Hallo. Warum ist dieses Urteil denn überhaupt jetzt nötig geworden? Man könnte ja meinen, Gentechnik ist Gentechnik. Was unterscheidet diese alte von der neuen oder diese neue, die jetzt da quasi eingeführt werden sollte, von der alten? Ja, also erstmal diese Gentechnik-Richtlinie, um die es jetzt geht, ist von 2001. Die neuen Techniken sind erst seit wenigen Jahren überhaupt bekannt. Deswegen können die da gar nicht drinstehen in dieser Richtlinie. Und jetzt diejenigen, die Pflanzen mit dieser neuen Gentechnik erzeugt sind, auf den Markt bringen wollten, die möchten ganz gerne, dass die nicht so streng und langwierig geprüft werden müssen. Und haben dann gesagt, ja, also das ist ja jetzt eine ganz neue Technik. Und wir sagen jetzt, man könnte das auch als Mutagenese bezeichnen. Mutation, hat man sicher schon mal gehört, ist einfach eine Veränderung im Erbgut. Und was wir machen, sind ja Veränderungen im Erbgut. Und in der Richtlinie steht drin, Pflanzen, die mit Hilfe von Mutagenese erzeugt worden sind, die müssen nicht durch diese strenge, langwierige, teure Gentechnikprüfung. Und deswegen möchten wir gerne, dass die Pflanzen als Pflanzen mit Mutagenese erzeugt werden, wurden gelten, um das sich zu ersparen. Also das, weil diese neuen Methoden, die es erst seit ein paar Jahren gibt, sind sehr, sehr viel billiger als die früheren Methoden, gentechnisch einzugreifen. Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz erklären. Es geht um diese Genschere. Mit dieser Genschere kann man eben ganz gezielt am Erbgut arbeiten. Das Bild ist ja eigentlich schon ganz schön. Da hat man eben ein Werkzeug, was die DNA aufschneidet und dann kommen Reparaturmechanismen zum Tragen. Man kann damit zum Beispiel bestimmte Gene ausschalten, die zum Beispiel, wenn eine Pilzkrankheit eine Weizenpflanze angreifen will, dann braucht die ein bestimmtes Gen, um die Weizenpflanze anzugreifen. Wenn man dieses Gen zum Schweigen bringt, hat der Pilz keine Chance mehr. Die Pflanze ist resistent. Sowas zum Beispiel versucht man da zu erzeugen. Und das ist relativ günstig und billig. Es könnten also auch kleinere Betriebe, wenn sie da mal den Zugriff auf diese CRISPR-Cas haben, könnten sie, also auf diese Genschere, dann könnten sie das relativ günstig machen, durchführen. Ja, es ist eigentlich nicht so aufwendig wie die alte Technik. Es ist auch sehr viel präziser. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass zum Beispiel Forschungsinstitute in Afrika oder Südamerika, also in den Tropen, wo der Markt nicht so besonders attraktiv ist für die großen Firmen wie Monsanto oder Syngenta, Bayer jetzt, diese Institute könnten das sozusagen auch gemeinnützig machen und könnten dann eben den Bauern in der Sahelzone besonders trockenresistente Pflanzen zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich ein Gedanke, der da auch immer mitschwingt. Der aber jetzt so ein bisschen gehemmt wird. Ich meine, in Afrika gilt die EU-Gentechnikverordnung nicht. Ja, ja, aber europäische Institutionen, die es das anbieten könnten oder kleinere Firmen? Ja, also sie können es ja machen. Es ist eben nur so, dass es eben nach den Regeln für die Gentechnik geprüft wird. Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja auch Gentechnik. Mhm. Wohingegen das von mir vorhin genannte, diese Mutagenese, ist ja keine Gentechnik. Da hat man im Grunde versucht, einen Begriff zu vereinnahmen für eine völlig andere Technik, nur um in den Genuss dieser erleichterten Zulassung zu kommen. Dem ist jetzt ein Riegel vorgeschoben worden. Die EU bleibt streng in Sachen Gentechnik. Verbauen wir uns damit Chancen? Das ist die Frage heute im Tagesgespräch. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 0800 94 95 95 5. Wir starten gleich mit der Diskussion und gehen jetzt nach Seeshaupt zu Walter Heffeker. Grüß Sie, Herr Heffeker. Ja, hallo. Ich beobachte diese Diskussion schon sehr lange, und zwar aus der Perspektive eines Softwareentwicklers.
Es werden ja sehr viele Begriffe wie editieren und genetischer Code verwendet. Und das Gericht hat ja diese neuen Methoden nicht verboten, sondern nur gesagt, sie müssen genauso streng reguliert werden wie die alten. Und bei lebenswichtiger Software ist es genauso, wenn ich also Software habe für die Steuerung von einem Kraftwerk oder medizintechnischen Gerät, dann ist es auch vollkommen normal, dass die Software umfangreiche Qualitätssicherung durchläuft und nicht nur durch den Hersteller, sondern auch durch externe Stellen gecheckt wird. Und das scheint mir auch bei diesen Methoden genauso notwendig zu sein. Vor allem, weil ich als Softwareentwickler weiß, ist es überhaupt nicht wesentlich, ob ich präzise den genetischen Code editieren kann. Was wesentlich wichtiger ist, ist, ob ich weiß, was ich da tue. Also jeder Bürger kann den Code von dem Betriebssystem Linux einsehen und editieren. Mhm. Aber dann eine Veränderung machen, die hinterher wieder stabil läuft und keine Fehler hat. Dazu muss ich wirklich wissen, was ich tue. Und da bin ich mir bei der Gentechnik nicht so sicher. Und deshalb halte ich es für richtig, dass diese Methoden mindestens genauso einer strengen Regulierung unterliegen wie Software für andere lebenswichtige Funktionen, die wir haben. Herr Hefeker, wenn natürlich jetzt dort die Hürden jetzt so hoch gemacht werden für diese genetischen Eingriffe in Pflanzen, muss man dann nicht fürchten, dass wir dann in der EU dann hintanstehen, dass dort die Forschung quasi einschläft, abgeht in Länder, in denen diese Hürden nicht so hoch sind? Das mag sein. Wir haben ja auch zum Beispiel in der EU hohe Umweltstandards, sodass dann die Produktion von bestimmten Sachen in andere Länder abläuft. Dort haben wir dann aber eben die Umweltkatastrophe woanders. Also wir verschieben ja eben nicht nur die Nutzung dieser Technologien dann woanders hin, sondern auch die damit verbundenen Risiken. Insofern habe ich da eigentlich kein Problem damit, wenn das so ist. Zumal sich ja in Europa die gentechnikfreie Landwirtschaft als eine Landwirtschaft erwiesen hat, die breite Unterstützung in der Gesellschaft hat. Also eigentlich sollten wir in Europa das produzieren, was die Menschen auch haben wollen und in der Weise, wie die Leute das haben wollen. Also ich sehe da kein Problem. Mhm. Herr Hefeker, danke schön. Jetzt hat er angesprochen, die Gesellschaft in Europa ist sehr gentechnikfeindlich. Aber es gibt sehr viele Produkte, in der Gentechnik schon angewandt wurde. Das wissen wir oft gar nicht. Und da ist es uns auch relativ egal, nehme ich an. Können wir mal ein bisschen anschauen, wo überall Gentechnik schon drin ist? Ja, es ist zum Beispiel so, dass Insulin von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert wird. Und ich denke, dass kein Diabetiker sich dagegen wehren wird. Es ist aber eben auch ein Unterschied, ob es um ein lebensrettendes Medikament geht oder um Pflanzen, die die Landwirtschaft erleichtern, wo man sagt, naja, es geht ja vielleicht auch anders. Aber anders als mit Insulin geht es eben für einen Diabetiker nicht. Mhm. Aber es gibt auch ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Waschmittel. In Waschmitteln sind Enzyme drin, die stürzen sich zum Beispiel auf Fettflecken oder Blutflecken und machen die leichter weg. Da braucht man dann weniger Chemie, die zum Beispiel die Gewässer belastet oder die Kläranlagen belasten. Und auch diese Enzyme werden in großen Tanks hergestellt, biotechnologisch. Das nennt man weiße Biotechnologie. Mhm. Bei der Medizin ist es die rote Biotechnologie. Also da wird sehr viel auf dem Gebiet gemacht. Da geht es eigentlich auch um Präzision und Effizienz, um diese Dinge herzustellen. Ich glaube gar nicht, dass wir das alles wissen, meine Damen und Herren, oder? Dass in den ganzen Medikamenten viele Medikamente hergestellt werden mit gentechnologisch veränderten oder auch durch Eingriffe in die Gentechnologie, in die Gene dieser Mikroben und Mikroorganismen, dass so die Medikamente entstehen? Ja, das sind sozusagen biologische Fabriken, könnte man sagen. Mhm. Ich glaube, auch Antibiotika sind dabei, hätte ich nochmal nachschauen müssen. Aber es gibt viele Medikamente, bei denen das der Fall ist. Mhm. Und Medikamente werden extrem streng geprüft. Und es geht eben darum, die auf eine Weise herzustellen, die effizient und sicher ist. Jetzt schreibt uns auf die Kommentarseite von bayern2.de/tagesgespräch der Herr Breslein, Maxime unserer aller Menschen sollte einfach sein, dass keiner der Mitmenschen auf dem Planeten Erde hungern muss. Der Klimawandel wird dafür sorgen, dass Ernten schlechter ausfallen. Also müssen resistente Lebensmittel bereitgestellt werden. Und ohne Gentechnik ist dies nicht möglich, sagt er. Was sagen Sie, Georg Lehner aus Wolferstadt? Ja, grüß Gott.
Und ich muss sagen, einmal als erstes Gott sei Dank zu dem Urteil, da, obwohl das Wort oft benutzt wird, aber diesmal trifft es wirklich zu, weil das hat die ganze Gentechnikgesetz hat keine Wirkung in dem Sinn gehabt, weil das die Genschere, das muss ja nicht, das kann man nicht nachweisen. So habe ich das in Sendungen gesehen. Wäre eigentlich keine Kennzeichnung nicht mehr möglich gewesen. Und ja, dazu sage ich, ich meine, das ist ja fast, dass man mit Gentechnik die Welt ernähren kann. Also das ist, hat sich eigentlich mittlerweile ja in vielen Sachen schon bewiesen, dass das nicht so ist, wenn man ehrlich ist. Und dazu am Satz in der Bibel steht schon, man soll sich nicht die Erde, man soll die Erde bewahren und nicht als Untertan machen, wie es oft im Christlichen falsch zitiert wird. Und ja, das sieht man ja gestern Abend mit der Reaktion, habe ich gesehen, okay, die Frau Glöckler, die hat selber gar kein Ding abgegeben, keine, hat sie, und vom Landwirtschaftsministerium, obwohl sie in ihrem Dank stand ist, dass ja, das ist halt, ja, man muss hinnehmen, aber es ist nicht gut für das Ding. Das stimmt doch nicht. Wir haben so viel Vielfalt von Sorten, die wo ganz gute Sorten sind. Ja, aber sagen Sie mal, wenn es bei uns wirklich der Klimawandel eintritt, wir haben es jetzt gesehen, zum Beispiel in Franken ist sehr viel Hitze, ja, dann wieder Starkregen. Ja. Und wenn man da Pflanzen jetzt generieren könnte, die das viel besser aushalten, wäre das nicht was? Und zwar jetzt nicht erst in 20 Jahren durch aufwendige Züchterei, da greifen Sie ja auch ein in die Gene, sondern eben durch schnelleres, direkteres Züchten. Wäre das nicht auch auf das für jemanden wie Sie? Sie sind Biobauer, sehe ich hier, gell? Ja, aber wir haben so eine Sortenvielfalt. Wir haben Weizensorten vielleicht 50, 60 Stück. Also da kann man nicht sagen, da kann man auch nicht anbauen, die wo meinetwegen oder insgesamt, ich meine, das passt jetzt nicht zu, ist ja das ganze Problem, weil das hat man heuer gesehen. Wenn ich viel Stickstoff draus habe, dann brauche ich auch viel Wasser. Wenn ich nicht ganz so, wenn ich bloß in einem normalen Umfang Stickstoff, das wird vom Boden geliefert, was dann durch Vorfrüchte, dann habe ich das Problem nicht ganz so. Also das stimmt nicht, dass man dann durch Gentechnik das alles aufheben kann. Sie sagen, die bäuerliche Kunst ist so groß und die Mittel, die zur Verfügung stehen, sind so vielfältig, wir brauchen da nicht auch noch Gentechnik. Nee, vor allem so unehrlich, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Das war ja nur ein Versuch, dass man das Gentechnikgesetz aushebeln kann. Das ist ja... Das ist wirklich ein interessanter Punkt, denn diese Methode mit CRISPR-Cas und anderen natürlich, die sagen, diejenigen, die das befürworten, greifen so in die Pflanze ein, dass es so natürlich ausschaut, dass man nicht mehr erkennen kann, dass da rumgeschnippelt wurde. Ja, das kann man ja auch positiv sehen. Ja. Es ist ja dann eben eine Pflanze, die eben auch auf natürlichem Weg so hätte entstehen können, bloß nicht so schnell und nicht so gezielt, weil bei der normalen Pflanzenzucht, da ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will eine bestimmte Eigenschaft aus einer alten Maissorte in eine neue Maissorte einkreuzen. Die alte Maissorte ist aber vielleicht nicht so ertragreich oder hat andere tolle Eigenschaften, nicht die man in der neuen hat. Da schleppt man immer auch Eigenschaften ein, die man eigentlich gar nicht haben möchte, die muss man hinterher mühsam wieder rauszüchten. Das ist sehr aufwendig. Wenn jetzt tatsächlich bei CRISPR-Cas eine, oder bei dieser Genschere eben, eine Pflanze herauskommt, deren Erbgut völlig natürlich aussieht, dann ist es ja auch völlig natürlich. Dann sind da ja auch tatsächlich keine Nebeneffekte drin, die man nicht gewollt hat. Nur, das weiß man eben im Moment nicht. Das ist eben auch das, was die Richter gesagt haben. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Man muss sich überlegen, diese CRISPR-Cas-Technik, das ist ja, was wir sagen immer Technik, aber es ist ja was Bakterien machen. Das ist ja sozusagen eine naturidentische Technik. Man hat sie der Natur abgeschaut. So, das ist, diese Entdeckung ist von 2012. Ja, das ist sozusagen gestern. Das heißt, da sagen die Richter, das geht uns alles viel zu schnell. Wir brauchen mehr Zeit, um wirklich hier eine Technikfolgenabschätzung zu machen, um das wirklich genau anzuschauen. Passiert da wirklich nichts, was wir nicht wollen? Aber wenn es tatsächlich so wäre, dass das Erbgut haargenau so ist, wie es auch von Natur aus wäre, dann wäre es ja auch kein Problem. Bei der alten Gentechnik ist es ja immer so, da haben sie ja auch Werkzeuge, sogenannte Genfähren, und da bleibt immer auch von diesem Werkzeug, von dieser Genfähre, bleiben sozusagen Rückstände im Erbgut drin. Da haben sie also immer fremde DNA mit drin. Und genau das wird ja erzielt bei der CRISPR-Cas-Technik, dass man das nicht hat. Aber dürfte ich noch kurz was sagen? Mit denen irgendwie, mit der Genschere, können wir die ganze Erwärmung, können wir das ausheben. Das stimmt doch nicht. Da müssen wir aussetzen. Das stimmt natürlich auch, ja. Das ist auch klar, natürlich. Man darf da auch nicht zu große Hoffnung wecken. Aber da ist doch der Versuch da, eigentlich was irgendwo einzugreifen, hast, das ist eine große Chance. Das müsste man doch, was man wirklich bewirken können selber. Ja. Das müsste man da in die Hand nehmen. Und nicht wieder was Neues aufmachen, wo man
in Wirklichkeit gar nicht, die wissen auch nicht genau, wie sie das alles ja, bloß auswirkt. Den Klimawandel kriegen wir jetzt leider nicht mehr so schnell in den Griff, wie wir neue Pflanzen, selbst mit klassischer Pflanzenzucht, ja, sind wir bei der Pflanzenzucht schneller als bei der Bekämpfung des Klimawandels, denn der wird jetzt die nächsten 100, 200 Jahre so weiterlaufen. Selbst wenn wir jetzt kein CO2 mehr ausstoßen würden, würde sich die Welt noch erwärmen. Das ist einfach schon außer Kontrolle geraten. Aber Tatsache ist schon, man kann nicht durch eine Pflanze, die wo Gentechnik verändert ist, wenn es kein Regen nämlich kommt, dann kommt kein Regen, dann wächst die Pflanze nicht. Ja, das also hat das natürlich ist, ihre Grenzen, das ist völlig klar. Also das ist ja, da macht man sich selber was vor. Also Sie, der Herr Lehner sagt, man muss auf jeden Fall sich auf seine bäuerliche Kunst auch besinnen und letztlich schauen, dass man nicht zu viel Hoffnungen weckt mit dieser Gentechnik. Und letztlich sind Sie ja froh, dass das Ganze jetzt so geregelt wurde. Es bleibt also alles strengst geregelt. Gott sei Dank, muss ich sagen, obwohl das Wort oft falsch gemacht wird, aber da muss man es wirklich sagen. Da habe ich wieder Hoffnung für die EU. Ja, Dankeschön, Herr Lehner. Danke, wiederhören. Tschüss. Wildegard Scheirer aus München ist die nächste Ex-Biologielehrerin, sehe ich da. Ja, Scheirer, grüß Sie. Also ich war Biologielehrerin, ich bin jetzt 70, aber ich habe das studiert und ich bin auch sehr froh, dass die Richter das eng sehen und kann meinem Vorredner nur zustimmen. Und zwar, wenn man das Ganze mal ein bisschen betrachtet, man hat für alle möglichen Sachen Hoffnung gehabt. Das fängt an, wenn ich an Marie Curie denke, man kann mit Radioaktivität, Krankheiten heilen. Sie ist an der Strahlenkrankheit gestorben. Man hat bei bestimmten Medikamenten große Hoffnungen und nach Jahren stellt sich raus, es war doch nichts. Und aber soll man es deswegen aufhören, Frau Scheider, zu probieren? Nur weil es immer wieder scheitert? Probieren schon, aber man muss es wirklich sehr lange testen. Und ich beziehe mich jetzt nämlich auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 18.07.18, also recht neu, steht drüber, Murks im Erbgut, gut, da hätte jetzt ein Fragezeichen hingehört, Zweifel an der Genschere CRISPR-Cas. Und es gibt also durchaus jetzt schon Studien, die zumindest Zweifel wecken. Und diese Zweifel gehören ausgeräumt und das geht nicht so schnell. Und es ist halt leider so, wenn man sowas in die Natur ausbringt, dann kann man es nicht zurückholen. Es ist was anderes, wenn ich was habe, was nur im Labor ist und wirklich, was man beherrschen kann. Und man kann alles auch negativ machen. Und zum Beispiel hat die Moderatorin, oder Sie haben gesagt, man könnte in der Sahelzone dann das zum Beispiel kostenlos an die Bauern abgeben. Da muss ich sagen, das ist in meinen Augen naiv, wenn eine Firma wie Bayer oder Monsanto oder Syngenta dahinter steckt, dann macht die das nicht. Mal die, kurz. Nein, ich sprach über diese Institute. Es gibt eine Reihe von Forschungsinstituten, die sind international vernetzt in Südamerika und in Afrika und Asien. Zum Beispiel das Reisforschungsinstitut in Manila gehört dazu. Diese Institute, die sind ja gemeinnützig sozusagen. Ja. Und die könnten das machen. Gerade nicht die Firmen, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber solche Institute hätten die Möglichkeit, eben vor Ort genau solche Pflanzen zu schaffen, die vor Ort wirklich gebraucht werden, für die sich aber große Firmen wie Bayer oder Syngenta eben nicht interessieren, weil das für sie kein Markt ist. Das muss man auch vorsichtig sehen. Wir haben hier ja auch ein anderes Rechtssystem als die USA. Und wenn man sieht, was Monsanto alles patentieren lassen will und zum Teil auch durchkommt mit da waren mal Schweine, die Leute haben die schon seit Hunderten von Jahren so gezüchtet und dann kommt Monsanto her und sagt, wir haben da irgendwas entdeckt und wir wollen das patentiert haben. Und ob die nicht dann irgendwelche juristischen Finessen finden, um dann doch Patente drauf zu haben, das kann man jetzt auch noch nicht absehen. Also das müsste man dann gut absichern. Natürlich wäre es schön, wenn man das kostenlos abgeben könnte. Aber man muss immer dran denken, es gibt Leute, die anders denken. Ja. Frau Scheider, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn Sie Monsanto ansprechen. Das ist ja auch so ein absolutes Feindbild von allen Gentechnikgegnern. Aber es ist doch tatsächlich so, diese GVO, das sind diese gentechnisch veränderten Organismen, die auf die können ja Patente angemeldet werden. Es ist zum Produkt. Es ist in den USA anders als bei uns. Mhm. Also bei uns ist eben das Sortenrecht ist was anderes als das Patentrecht. Mhm. Es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ach so, da gibt es auch immer wieder mal Streit drum. Mhm. Aber diese gentechnisch veränderten Pflanzen sind natürlich wiederum ein Sonderfall. Aber in den USA ist das mit der Patentierung von Pflanzen oder wie es eben hieß, von Schweinen, ist das anders geregelt als in Europa. Und in Europa ist auch eigentlich, speziell auch in Deutschland, die klare Aussage, Pflanzen werden nicht patentiert. Und im Übrigen,
auch ein solches Forschungsinstitut könnte sich diese Pflanze, ja, wenn das in Afrika, könnte sich die ja patentieren lassen. Das heißt ja nicht, dass es deswegen Lizenzgebühren verlangen muss. Es kann sie patentieren lassen und trotzdem sagen, wir geben das aber kostenlos an die Landwirte ab. Sowas ist denkbar, sowas wurde jetzt bei ganz normalen Sorten auch schon gemacht. Denn auch normal gezüchtete Sorten, die unter dem Sortenrecht liegen, da gibt es ja auch Lizenzgebühren, Sortenschutz. Also das ist ein sehr komplexes Rechtsgebiet auch. So, dann bedanken wir uns bei Hildegard Scheirer und sind jetzt verbunden mit Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, der gerade in München unterwegs ist. Herr Habeck, grüß Sie. Guten Tag, grüß Sie. Herr Habeck, 80% der Menschen, lese ich immer hier im Lande, sind reagieren sehr, sehr allergisch auf schon allein das Wort Gentechnik. Und wahrscheinlich 100% der Grünen, möchte man meinen. Aber bei Ihnen hat da irgendwie ein Sinneswandel stattgefunden. Inwiefern? Nein, der hat nicht stattgefunden, sondern wir setzen uns mit neuen Ergebnissen kritisch auseinander. Und auseinandersetzen heißt, nicht automatisch die alten Antworten auf neue Fragen drauf zu tropfen. Zu Recht setzen sich Menschen kritisch mit Gentechnik auseinander oder finden Gentechnik falsch, weil die Technik, die wir kennen, zu einer großen Marktmacht, im Grunde einer Dominanz, einem Oligopol der großen Konzerne Bayer, BASF, Monsanto geführt hat, damit Saatgut patentiert wird, die Abhängigkeit von vielen, vielen Bauern immer größer wurde, selbst weltweit diese Tendenzen zu bemerken sind und eben Gentechnik immer in der Kombination mit hohem Pestizideinsatz stattfindet, sodass also das Artensterben und Gentechnik unmittelbar damit verbunden sind. Etwas anderes ist diese neue Gentechnik, aber um dem gleich den Zahn zu ziehen, dass es Gentechnik ist und dass sie dadurch deshalb reguliert werden muss, ist völlig unstrittig für uns. Aber Sie möchten diese neue Gentechnik jetzt anders behandelt wissen, also nicht mit dieser extremen Regulation wie jetzt diese alte Gentechnik, sondern schon so, dass sie eben auch nicht unbedingt gekennzeichnet werden muss, wenn Pflanzen so verändert werden. Also dass das einfach locker und flockiger und schneller vorangeht und nicht eben mit diesen riesigen Regularien belegt ist? Nein, genau nicht. Sondern wir wollen, dass die neue Gentechnik, also die Frage war ja, ist das Gentechnik? Und die Frage ist, die Antwort ist ja, da hat das Europäische Gericht geurteilt. Und wir wollen deswegen, dass das Vorsorgeprinzip, die Regulatorik, das Überprüfen, die Wahlfreiheit der Verbraucher genauso gewährleistet wird wie bei der klassischen Gentechnik. Das ist gar kein Unterschied in der Sache. Worüber wir uns Gedanken machen ist, ob bestimmte Produkte vom Ziel her gedacht dann möglicherweise unter bestimmten Bedingungen Antworten geben können. Also ja, wir haben den Klimawandel in diesem Jahr ja irgendwie auch in Deutschland zu spüren, in anderen Regionen noch viel rapider. Gelingt es beispielsweise, eine demokratische Form von stabilerem Saatgut zu züchten, das ohne Pestizide auskommt, dann wird man sich dem stellen müssen. Aber das ist vom Ziel her gedacht und nicht vom Verfahren her gedacht. Das Verfahren ist unstrittig Gentechnik und deswegen der Kontrolle und auch der Wahlfreiheit der Verbraucher unterworfen sein, genau wie es das Europäische Gericht entschieden hat. Nun ist also wirklich die Aversion bei uns sehr groß gegen Gentechnik, wahrscheinlich auch gegen jede Art von Lockerung oder anderer Definition, wie Sie ja eben gesagt haben. Ich schalte Ihnen mal Andrea Giesbauer zu aus Würzburg. Frau Giesbauer, grüß Sie, wie ist es denn bei Ihnen? Hallo, ja, ich sage mal ja so, ich kann nicht allzu viel mitreden, vielleicht bei manchen, weil ich nicht so schlau bin, ich habe andere Richtung. Aber ich kann eins sagen, ich bin heute noch am Leben und das Gott sei Dank durch Zufall. Ich bin allergisch gegen Erl, gegen Birke, gegen Haselnuss, gegen Menthol. Unter anderem auch habe ich ein Problem bei Carbamazepin. Um ganz kurz zu sagen, Carbamazepin ist eigentlich ein Mittel, das bekommt man für Epilepsie und in die Richtung. Also ein Medikament, ja. Richtig. Und da vertrage ich nur Tecredal. Heißt, ich hatte einmal nach unserem Gesetz und den ganzen Problematik ein neues Mittel bekommen, das nennt man Carbamazepin Azu. Nach der ersten Tabletten wäre ich beinahe gestorben. Und was heißt, hat das jetzt damit zu tun mit unserer Gentechnik? Ich verstehe da noch weniger wie von meiner Medikamente und von Hermaphroditismus, Transsexualismus. Okay. Und ich kann das mir nicht leisten, etwas zu nehmen, wo ich hinten und vorne nicht Bescheid weiß. Denn ich hatte schon einmal von der Medizin ein bisschen mehr Ahnung. Und bei dieser Problematik mit der Transsexualismus habe ich ganz das Problem, da weiß ich, was ich sage, da weiß ich, was ich will. Bei Epilepsie auch. Aber bei dem Medikament
Carbamazepin wusste ich nicht bis zu dem Punkt, wo ich beinahe gestorben wäre, wie kompliziert es ist. Ja, also im Prinzip geht es Ihnen darum, dass man alles, also dass Sie erstmal alles komplett erforscht haben wollen und genaue Antworten haben wollen, bevor man irgendwas einnimmt, verändert oder gentechnisch eingreift zum Beispiel. Also irgendwelche Methoden ansetzt, die man eigentlich gar nicht, wo man die noch nicht alles erforscht hat. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, ich mache das ein bisschen plump vielleicht, ein bisschen genauer rausbringt mit diesen ganzen hochheiligen lateinischen, englischen Wörtern. Und mit diesen, Entschuldigung, ich sage es mal andersrum, auf Bayerisch, auf Chinesischen, habe ich mal, wo keiner weiß, was es eigentlich bedeutet und heißt. Und da gibt es wahrscheinlich mehrere Menschen, die wo also nicht wissen, was da los ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum manche sagen, da wollen wir gar nichts wissen. Wir haben ja keine Ahnung. Frau Giesbauer, okay, also ein paar haben dann doch Ahnung, wie unser Biobauer, der ja damit immer vor zu tun hat. Jetzt ist aber wirklich diese Abneigung so groß. Und ist es denn nicht so, Herr Habeck, dass man aber auch die Genforschung in diese CRISPR-Cas, diese neuen Methoden, auch ganz gerne in Europa behalten würde? Haben Sie nicht Angst, dass die jetzt mit dieser rigorosen Regelung durch den EuGH abwandert und Know-how auch abwandert? Das höre ich von der Wissenschaft, dass das passieren kann. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns nicht, also wir als Gesellschaft, die Politik, nicht treiben lassen dürfen von der Drohung, dann geht die Forschung eben weg. Wir haben doch insgesamt das Problem, dass unter dem Argument der ökonomischen Vorteile Politik eigentlich völlig ins Hintertreffen geraten ist. Ne, das ist auf der Ebene diskutieren wir das dann eben auch jetzt als Partei im Grundsatzprogramm. Sie können Gentechnik meinetwegen ersetzen durch künstliche Intelligenz oder durch Robotik oder durch Drohnen oder so etwas. Wenn wir brauchen doch ein Verständnis der Gesellschaft, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn das Hauptargument gegen Gentechnik klassischer Art immer ist, das wäre mein Hauptargument, diese große Marktmacht der Konzerne, die Patentierbarkeit von Saatgut und die hohen Einsatzmengen von Pestiziden, dann müssen wir sagen, entlang dieser Frage werden wir uns ausrichten. Wenn unsere Bedenken sind moralischer Art, also nichts darf am Genom verändert werden, dann ist das auch eine Vorgabe, die schließt dann sicherlich auch die klassische Züchtung mit ein. Dann sollten wir da auch vorsichtiger sein, denn das, was nicht reguliert ist, sind ja, wie soll ich sagen, Zufallsmutationen, die ausgelöst werden, in denen Saatgut Bestrahlung ausgesetzt wird, früher radioaktiv, heute UV und Infrarotstrahlung oder Säurebehandlung ausgesetzt. Und dann gibt es eben ganz viele verschiedene Mutationen und man sucht sich die eine Pflanze raus, die man durch Zufall quasi geschaffen hat. Wenn man sozusagen fundamental daran geht, dann hätte man damit auch ein Problem. Aber das wäre jetzt nicht mein Ansatz. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen darauf beharren, dass die Politik vertreten für die Gesellschaft reguliert und sagt, was wollen wir, was wollen wir nicht. Mhm. Alles freizugeben ist schwach, dann können wir den Laden auch dicht machen und wir sollten uns nicht erpressen lassen, wenn Leute sagen, dann gehen wir halt woanders hin. Ja. Dass die neue Gentechnik möglicherweise ein paar Probleme der alten Gentechnik nicht hat, das ist auch richtig, aber das sollte man sich in Ruhe anschauen und in der Genehmigung, in der Regulatorik prüfen und entwickeln. Schön, dass Sie der Politik da so große Bedeutung beimessen, denn die Europäische Kommission hat ja jahrelang darüber gestritten und konnte sich nicht durchringen. Jetzt hat ein Gericht das quasi festlegen müssen, was unter was die neue Gentechnik zu verstehen und abzulegen ist. Aber gut, wir haben es verstanden, die Politik muss an der Gesellschaft sich orientieren. Und jetzt hat halt ein Gericht im Prinzip genau so geurteilt, wie wir es eigentlich wollten. Ganz herzlichen Dank an Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden der Grünen. Ihnen einen erfolgreichen, schönen Tag. Für Gott. Wiederhören. So, Halbzeit ist durch im Tagesgespräch. Die EU bleibt streng in Sachen Gentechnik. Verbauen wir uns damit Chancen? 0800 94 95 95 5 ist die kostenfreie Telefonnummer zu uns herein. Jetzt nehmen wir mal Sebastian Kühl mit in die Sendung hier rein. Grüße Gott, Herr Kühl. Ja, guten Tag. Danke, dass Sie mich reinnehmen. Ich arbeite als Berater in der Landwirtschaft und bin prinzipiell begeistert von den Möglichkeiten, die CRISPR-Cas geben kann. Und wir brauchen auch solche Pflanzen, das ist keine Frage. Trotzdem bin ich für ein Kennzeichnungsverbot. Gebot. Weil nämlich durch die Nicht-Nachweisbarkeit der Veränderung sonst überhaupt keine Kontrolle mehr möglich ist. Und CRISPR-Cas hat halt
die Möglichkeit, unglaublich gute Sachen zu schaffen, aber auch unglaublich schlechte Sachen zu schaffen. Es geht ja nicht nur um Pflanzen, es geht ja auch um Tiergenetik, es geht auch um Humangenetik. Man kann also theoretisch Genkrankheiten bei Menschen heilen, was weiß ich noch, was alles dahinter steckt. Aber es muss einer Kontrolle unterliegen und diese Kontrolle ist nur gegeben, wenn wir eine Kennzeichnungspflicht haben. Und die ersten gentechnisch veränderten mit CRISPR-Cas Organismen, ich glaube, das ist der Champignon, der nicht mehr braun wird. Wozu brauchen wir einen Champignon, der nicht mehr braun wird? Weil sich dann besser verkaufen lässt, natürlich auch nach ein paar Tagen. Es gibt auch andere. Ja, nur wenn er eine Druckstelle hat, können sich da auch Pilzinfektionen ansiedeln, die man nicht mehr sieht. Dann haben wir mit Mykotoxinen zu tun und so weiter. Also mit anderen Worten, man kann sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes machen. Und wenn diese Kombination da ist, muss es überwacht werden. Und die Überwachung ist nur durch eine Kennzeichnungspflicht gegeben. Aber Frau L., jetzt nochmal gefragt, wenn jetzt diese neue Gentechnik nicht als GVO verortet worden wäre, also als gentechnisch veränderter Organismus, was daraus entsteht, das wäre doch auch nicht ohne Kontrolle abgegangen. Dann hätte man doch auch dieses Verfahren kontrolliert, aber halt in anderer nicht so intensiver Weise, oder? Ja, es liefe halt dann über die normale Zulassung von Sorten. Also man kann ja jetzt eine neue Sorte in Europa auch nicht einfach so verkaufen, auf den Markt bringen, sondern da gibt es auch eine Sortenzulassung. Das hat vieles von Verbraucherschutz auch, dass die Landwirte halt wissen, wenn ich jetzt diese Sorte habe, wenn ich dieses Saatgut kaufe, dann ist das einfach eine Sorte, die hier bei uns gut funktioniert, die gute Erträge bringt und so weiter. Aber es wird da vieles kontrolliert, einfach, dass das sozusagen ein ordentliches Produkt ist. Mhm. So eine Sorte ist ja auch ein Produkt. Das heißt, völlig unkontrolliert ist gar nichts. Mhm. Aber bei der Gentechnik-Zulassung wird eben sehr viel genauer noch hingeschaut und da gibt es eine sogenannte Gentechnik-Sicherheitsprüfung. Und bei normalen Sorten geht man halt nicht davon aus, dass man irgendeine Sicherheit prüfen muss. Aber es gibt natürlich, auf dem europäischen Markt gibt es eine Pflanze, die nennt sich Clearfield Raps. Die ist herbizidresistent gegen ein bestimmtes Herbizid, also gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel. Und wie wir ja wissen, gibt es eben auch herbizidresistente, gentechnisch veränderte Sorten. Mhm. Wenn man jetzt die zwei Sorten vergleicht, die herbizidresistente, gentechnisch veränderte Sorte müsste bei uns völlig anders untersucht werden, als diese herbizidresistente Raps untersucht worden ist. Mhm. Denn der ist durch die, Herr Habeck hat es ja nochmal beschrieben eben, durch diese Mutationszucht entstanden. Mhm. Durch dieses mit der Strahlung, also mit Infrarotstrahlung oder irgendwas, wo man dann einfach einen Kick gibt, damit sich das Erbgut weiterentwickelt. Eigentlich so ein Anstoß zur Evolution. Diese Mutationszucht ist einfach ja so ein Hilfsmittel, kann man sagen. Und ich habe gelesen, 3000 Sorten ungefähr sind in der Welt oder in Europa, die auf dieser Basis entstanden sind. Da wird dann immer noch damit weitergezüchtet. Also die Pflanze wird nicht bestrahlt und dann geht's los, sondern damit züchtet man weiter. Zum Beispiel alle Gerstensorten, aus denen Bier gebraut wird, sind auch so entstanden. Aber da muss man sagen, eben, man muss sich halt anschauen, man muss auf die Eigenschaften der Pflanze schauen. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Denn Herbizidresistenz kann ein Problem sein. Und mir ist es dann ehrlich gesagt egal, ob die Herbizidresistenz durch Mutationszucht entstanden ist, die es seit 50 Jahren gibt, oder durch Gentechnik, die es erst kürzer gibt. Die Herbizidresistenz kann das Problem sein, nicht die Art und Weise, wie sie entstanden ist. Aber dieser Sichtwechsel wurde jetzt nicht vollzogen? Nein, der wurde nicht vollzogen und das ist eigentlich auch nicht möglich, weil das Gericht kann ja nicht die Gentechnikrichtlinie außer Kraft setzen. Die Gentechnikrichtlinie ist so, wie sie ist und das Gericht musste einfach sagen, wie muss die Gentechnikrichtlinie auf diese Pflanzen angewendet werden. Wenn wir das anders wollen, brauchen wir eine neue Gentechnikrichtlinie. Nun, die jetzige ist von 2001, wäre vielleicht an der Zeit, eine neue zu haben, mit den neuen Techniken und die sich auch vielleicht an neue Technologien besser anpassen lässt als die jetzige, denn da kann man neue Technologien nicht einfach reinschreiben. Wir brauchen vielleicht eine neue. Das ist aber eine Sache, die jetzt einfach in der Gesellschaft und von der Politik diskutiert werden muss. Herr Kühl, könnten Sie sich denn mit so einer Sichtweise anfreunden? Also ich kann sie teilweise nachvollziehen, aber die Risikobeurteilung ist eine Sache. Das andere ist der gesellschaftliche Diskurs. Was wollen wir denn haben? Mhm. Und natürlich wird mit der Mutationszüchtung kann man auch ähnliche Sachen erreichen. Aber CRISPR-Cas würde ein Staudammbruch sein. Da könnte man alles machen und sich alles vorstellen.
Also das sind ganz andere Dimensionen. Und da muss ein gesellschaftlicher Diskurs sein. Und es ist ja nicht verboten, CRISPR-Cas anzuwenden. Und wenn da ich bin ja auch Befürworter der Technik, wenn da eine gute Sorte draus entsteht, warum soll man die da nicht anbauen und auch verwerten? Aber es muss eben klar sein, wie das entstanden ist. Und es muss eine gewisse gesellschaftliche Kontrolle über dieses ungeheuer mächtige Instrument CRISPR-Cas vorhanden sein. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Humangenetik, wie weit gehen wir da, oder Tiergenetik, wie weit gehen wir da? Natürlich ist es schön, wenn man Krebs heilen kann, aber oder für bestimmte Krebsarten dann gezielt Medikamente hat für den einzelnen Typen. Was weiß ich, was da mal alles machen kann. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und man sollte das nicht in die Tonne treten, aber man muss einen gewissen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, was wollen wir denn? Und der ist in der Landwirtschaft nur über eine Kennzeichnungspflicht möglich. Herr Kühl, danke schön. Sebastian Kühl war das. Wiederhören, schönen Tag Ihnen. Manuel Persson ist der Nächste aus Offenburg. Herr Persson, grüß Gott. Ja, grüß Gott, schönen guten Tag. Ich möchte eins schon mal vorausschicken, und zwar, ich bin Vater von 3 Kindern und mache mir seither eigentlich ja enorme Gedanken um die Zukunft, also generell, wie es weitergeht, mit dem Planeten, mit der Existenz oder der Zukunft von meinen Kindern oder generell der Nachkommen. Und es ist ja eben schon mal kurz angeklungen, die Kollegin, die Frau L., hat ja eben schon mal gesagt gehabt, dass auch eine Genveränderung nicht die Lösung aller Dinge ist, also dass selbst das irgendwann an seine Grenzen stoßen wird, ja. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir damit um? Oder beziehungsweise sollten wir uns einfach mal eine Grundsatzfrage stellen? Grundsatzfrage dahingehend, wo führt das Ganze hin? Ja, also wenn hier massenhaft Gentechnik eingesetzt wird oder generell Hilfsmittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden, wie in den letzten 30, 40, 50 Jahren, und das wird ja immer mehr, wo führt das hin? Die Grundsatzfrage, um die es hier doch letzten Endes geht, ist, wenn ich richtig liege, wie ernähren wir in Zukunft die Weltbevölkerung? Auch. Ja? Spielt auch genau, eine Rolle, richtig. Ja. Ja, genau, richtig. Und da stellt sich mir halt einfach die Frage, wenn man mal den Klimawandel mit einbezieht, wie gesagt, Frau L. hat ja schon gesagt, auch die Gentechnik wird irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Das heißt, wenn es irgendwann nicht mehr regnet und dann wächst auch nichts mehr. Ganz klare Sache, ja. Wie viel Sinn macht das Ganze dann überhaupt? Muss man sich denn nicht, sage ich mal, eher darüber Gedanken machen, ob wir nicht zu viele Menschen auf dem Planeten sind? Das ist meine Grundsatzfrage. Ja, ja, das kommt natürlich immer wieder bei dieser Diskussion. Nur wir vermehren uns nun mal, die Menschen werden immer mehr und damit muss man irgendwie umgehen. Herr Persson, wollen Sie da irgendwie jetzt die Pille ausgeben oder wie stellen Sie sich das vor? Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem politischen System in China nicht unbedingt begeistert. Aber wenn ich mir anschaue, wohin das Ganze in Zukunft irgendwann führen wird, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir nicht mehr in der Lage sind, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren. Ja. Herr Persson, das ist noch abzusehen. Es kommt ja darauf an, vielleicht ist die Menschheit so wahnsinnig innovativ und entwickelt Pflanzen, die kein Wasser mehr brauchen und Tiere, die gar kein, oder essen dann kein Fleisch mehr, sondern irgendwie künstlich erzeugtes Fleisch. Ja, oder mehr vegetarisch. Also ich meine, was die Ernährung der Menschheit betrifft, es ist halt die Frage, welche Ernährung, nicht? Also natürlich könnte sich nicht die ganze Welt so ernähren wie wir. Aber denn der Fleischkonsum führt halt dazu, das Futter muss angebaut werden, braucht riesige Ackerflächen. Also wenn man die Ackerflächen für vegetarische Ernährung verwenden würde, könnte man viel mehr Menschen ernähren. Ich denke, es ist nicht nur die Frage der Zahl der Menschen, sondern auch, was sie essen. Michaela Schulz ist die Nächste aus Umkirch. Frau Schulz, grüß Gott. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage, und zwar ich hätte gerne gewusst, ob beim Anbau von Genpflanzen die Nachbarfelder mit herkömmlichen Pflanzen wie zum Beispiel Mais kontaminiert werden können durch Samenflug bei Wind und ob der Mensch und die Tierwelt im Lauf der Evolutionszeit Artveränderungen bekommen können. Dann nehmen wir jetzt Uwe Keckeritz dazu, weil der hat Erfahrungen mit einem Versuchsfeld von Monsanto. Herr Keckeritz, grüß Sie. Ich grüße Sie auch.
Allerdings muss ich sagen, dieses Versuchsfeld hat nichts mit dieser Frage zu tun. Ich freue mich, dass Sie diese Diskussion heute führen. Allerdings erinnert sie mich sehr stark an die Diskussionen von 1996. Also 20 Jahre her, warum? Ja, das will ich Ihnen erklären. Warum? Weil damals auch genau diese Versprechungen gemacht worden sind, die heute auch gemacht werden. Wir schnipseln ein bisschen an einem Genom rum, nehmen eine Sequenz raus und schon ist die Pflanze pilzresistent. Das kann es ja wohl nicht sein, denn die einzelnen Sequenzen in einem Genom kommunizieren untereinander. Und wir wissen überhaupt nicht, wie dieses funktioniert. Mag sein, dass es pilzresistent ist, aber wir wissen überhaupt nicht, welche andere Konsequenzen davon betroffen sind. Wenn wir davon reden, und das ist wirklich ein Fehler, wenn Sie sagen, die Pflanzen, die kein Wasser mehr brauchen, die sind doch wunderbar. Diese Pflanzen wird es auch durch Gentechnik nicht geben. Mhm. Pflanzen brauchen Wasser. Das ist klar. Und das ist aber auch genau die Argumentation von 96. Damals wusste man auch, dass die Weltbevölkerung steigt und man hat uns versprochen, ja, wir machen ein bisschen Gentechnik und schon wird es sich erfüllen. Und die Gentechnik hat sich eigentlich nicht bewahrheitet. Alle Versprechungen sind ins Leere gegangen. Und wenn wir heute vom Klimawandel sprechen, das ist eine zentrale Funktion, hat zentrale Bedeutung für die Ernährung der Menschen, dann müssen wir uns überlegen, was Gentechnik ist. Gentechnik ist Großtechnologie. Schauen Sie sich die Felder an, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen sind. Die sind 50.000 oder 100.000 Hektar groß. Und dann überlegen Sie sich mal, was diese Ackerflächen für den Klimawandel bedeuten. Ja, gut, also dass eine gentechnologisch veränderte Pflanze so groß angebaut wird, ist ja nicht der Fehler der Pflanze, sondern der Fehler des Anbaus und der Landwirtschaft, der man folgt. Naja, das können wir jetzt mal genau anschauen, Herr Kekeritz. Also Frau Schulz wollte erstmal wissen, ob natürlich durch Pollenflug oder durch Samenflug angrenzende Felder natürlich kontaminiert werden, dass sich das auskreuzt. Das ist eine Diskussion, die ist vor allem im Zusammenhang mit dem sogenannten BT-Mais ja vor Jahren bei uns geführt worden. Selbstverständlich ist das möglich und deswegen gab es eben spezielle Abstandsregeln. Mhm. Heute in Spanien, wo der BT-Mais, dieser gentechnisch veränderte Mais, immer noch angebaut wird, gibt es diese Abstandsregeln. Da hat man auch lange geforscht, wie weit fliegt der Pollen und so weiter. Das nennt man Koexistenz. Diese Frage der Koexistenz, selbstverständlich ist das möglich. Oder man nennt es auch Auskreuzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rapspflanze habe, dann kann die sich unter Umständen kreuzen mit einem wilden Verwandten. Diese Dinge werden bei der Zulassung von solchen Pflanzen immer mit berücksichtigt. Und das ist eine große Frage. Deswegen ist übrigens bei uns auch, ich nehme an, dass deswegen auch bei uns kein gentechnisch veränderter Raps jemals zugelassen worden ist, weil es einfach sehr viele wilde Verwandte gibt. Mhm. Vom Mais gibt es ja keine wilde Verwandte. Also das will man auf jeden Fall vermeiden. Und man das ist ein Thema auf jeden Fall. Das ist auch eine Diskussion. Thema immer. Ja. Wie weit muss man weg? Weit muss man weg sein? Da gab es viele Diskussionen. Was wären die Konsequenzen, wenn die sich kreuzen? Ja, dann verändert sich natürlich das Erbgut. Wenn es jetzt um wilde Verwandte geht, dann muss man sagen, dann setzen die sich nur durch, wenn sie dadurch auch einen Vorteil haben. Genau. Ansonsten ist es eben so, dass dann ein konventioneller Landwirt hat dann unter Umständen eine Ernte, die durch gentechnisch veränderte Pflanzen verunreinigt ist. Mhm. Dann, wenn das oberhalb einem gewissen Level liegt, 0,9%, dann muss er das auch als Gentechnik kennzeichnen, obwohl er ja nichts Gentechnisches angebaut hat. Mhm. Und das ist für den natürlich ein wirtschaftlicher Nachteil. Mhm. Und der könnte dann auf Schadenersatz klagen. Das war vor vielen Jahren, als es immer um den Mais ging, waren das ganz große Themen, die sehr viel diskutiert wurden. Und das ist auch ein Grund, warum sich der auch nicht so durchgesetzt hat, weil die Landwirte hatten natürlich keine Lust, ihrem Nachbarn Schadenersatz zahlen zu müssen. Mit einem Grund für dieses sehr, sehr schlechte Image der Gentechnik sind ja tatsächlich diese Monokulturen, die wir in Amerika sehen, diese, wie Herr Kekeritz gesagt hat, Tausende von Quadratmetern und Monokulturen, die natürlich auch sehr umweltfeindlich sind. Wenn Sie uns mal ein bisschen erläutern, warum die jetzt so groß geworden sind mit diesen gentechnisch veränderten Pflanzen. Ja, man hat eben gesagt, ja, super praktisch, ich habe jetzt hier eine herbizidresistente Sojapflanze. Ich kann die, also herbizidresistent oder widerstandsfähig gegen ein Unkrautvernichtungsmittel. Das heißt, ich sähe diese Sojapflanze aus und ich kann da mit diesem sogenannten Totalherbizid, kann ich über den Acker fahren. Alles, was grün ist, geht kaputt, also alles Unkraut. Die Sojapflanze wächst weiter. Super Sache. Sehr praktisch, spart Arbeit, ist sehr effizient. Gut, dann hat man das gemacht. Erstens Jahr für Jahr, ein Jahr nach dem anderen. Und zweitens auf gigantischen Flächen. Also die bäuerliche Kunst hat man da total vernachlässigt. Von bäuerlicher Kunst kann man da jetzt eigentlich nicht mehr sprechen. Ich finde eigentlich, dass es eine Industrialisierung des Bodens ist. Man benutzt den Boden eigentlich wie eine Fabrik, die Jahr für Jahr in derselben Menge dasselbe Produkt in derselben Qualität herstellen soll. Funktioniert nur leider nicht. Auch wenn man genug Dünger ausgibt, damit der Boden jetzt nicht verarmt. Denn es ist so,
Diese Form des Anbaus, könnte man sagen, ist wie so eine Art Trainingscamp für die Unkräuter. Irgendwo ist dann mal eins, das durch Zufall, durch eine Mutation, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, durch eine zufällige Mutation die Dusche mit dem Herbizid überlebt. Und dann sind es vielleicht zwei und die kreuzen sich und die vermehren sich. Und auf die Weise entstehen resistente Superunkräuter. Gegen die wirkt dieses Totalherbizid, was Teil von diesem System ist, nicht mehr. Also muss man diese Unkräuter, weil die sich ja dann wahnsinnig ausbreiten, muss man mit einem anderen Herbizid bekämpfen. Und schon hat man diesen Vorteil, den es angeblich gab, nämlich dass man weniger Chemie braucht, ins totale Gegenteil verkehrt. Das Ganze geht nach hinten los. Das ist aber ganz klar eine Folge der Art und Weise, wie man diese Pflanzen angebaut hat. Die herbizidresistente Sojapflanze ist daran sozusagen unschuldig, sondern die Art und Weise, wie sie angebaut ist. Wenn man die jetzt im Wechsel mit was anderem und auf kleinen Flächen angebaut hätte und auch mal Jahre zwischendurch gehabt hätte, wo man dieses Herbizid nicht anwendet, dann wären diese Superunkräuter gar nicht oder in sehr viel geringerem Maße entstanden. Mhm. Diese Monokulturen sind ein Riesenproblem. Monokulturen sind aber auch ein Problem, wenn man gar nicht mit Gentechnik anbaut. Also Monokultur Mais ohne Gentechnik ist auch ein Problem. Mhm. Herr Kekeritz. Das ist doch sicherlich richtig. Mhm. Ohne Gentechnik sind auch Monokulturen im Mais ein Problem. Aber man muss halt einfach berücksichtigen, dass Gentechnik ein großindustrieller Ansatz ist. Ja. Ein kleiner Bauer braucht den nicht. Und warum machen wir denn jetzt die... Naja, kann man das so sagen, dass der kleine Bauer das nicht braucht? Dass nicht auch kleine Anbaupflanzungen, also kleine Anbaugebiete ganz spezielle Herausforderungen haben, sei es der Boden oder das bestimmte Mikroklima. Und dass man das da speziell drauf kommt. Kommt auf die Produkte an. Bisher haben wir eigentlich, da gebe ich dem Herrn Kekeritz recht, ich denke, dass er das so sieht, dass diese Pflanzen, die bisher auf dem Markt sind, eigentlich auf diese industrialisierte Landwirtschaft ausgerichtet sind. Mhm. Hängt aber auch zum Teil mit der Art und Weise zusammen, wie die entstanden sind. Also diese Art und Weise der Gentechnik, die ja auch sehr aufwendig ist. Man könnte sich vorstellen, und das ist natürlich jetzt wirklich eine Annahme oder eine Hypothese, dass mit einer anderen Methode der Gentechnik andere Arten von Pflanzen entstehen, die andere Eigenschaften haben, die sich eben auch für kleinere Anbaugebiete, für andere Ziele eignen und nicht nur für diese industrialisierte Landwirtschaft. Deswegen gibt es ja zum Beispiel eben auch einen Wissenschaftler, der aus der Biolandwirtschaft kommt und der sagt, wir müssen uns, das ist Urs Nigli, den hat man vielleicht schon mal gehört oder gelesen, der sagt, wir müssen uns immer anschauen, welche Eigenschaften haben diese Pflanzen. Können die zum Beispiel Nährstoffe besser verwerten? Sind die resistent gegen Krankheiten? Und natürlich ist es nicht immer nur ein Gen. Ich habe das vereinfacht dargestellt. Natürlich muss man sich anschauen, verändert es mehrere Gene, muss man mehrere Gene verändern. Das muss man alles sehr genau anschauen. Aber man muss auch im Auge behalten, was man vielleicht erzielen könnte. Man muss sehen, ob das möglich ist. Herr Kekeritz, jetzt können wir uns darauf einigen. Nein. Eindeutig. Schade. Schauen Sie, wenn Sie mal 50 Jahre zurückgehen, da gab es auf der Welt ungefähr 7000 Saatgutzüchter. Heute sind drei Saatgutzüchter im Besitz von 65% des kommerziellen Saatgutmarktes. Und das ist noch lange nicht das Ende der Welt. Wenn man also davon redet, dass irgendein kleines Start-up-Unternehmen oder ein Bauer hier eine neue Sorte züchten will, der hat überhaupt keine Chance. Wie soll er denn, ein Bauer bringt sowieso kein eigenes Saatgut auf den Markt. Das ist einfach nicht möglich. Nee, nicht der Bauer, aber ein kleiner Züchter. Oder ein Forschungsinstitut. Auch die TU München hat schon Sorten gezüchtet. Und die kann sie dann, wenn sie möchte, kostenlos abgeben. Ich denke, dass ich sehe das Problem, was Sie meinen, mit den großen Firmen. Das ist im Moment so. Aber ich sage immer, alles, was kein Naturgesetz ist, kann man auch ändern. Das hat der Herr Habeck ja auch angesprochen. Genau daran muss man es orientieren. Man muss es versuchen, da was dran zu ändern. Und da könnte eben eine billigere Methode, gentechnische veränderte Pflanzen zu schaffen, eine Möglichkeit sein. Eine schlichtere, technisch weniger aufwendige, deswegen auch billigere, die mehr Leuten zur Verfügung steht. Denn im Moment ist es tatsächlich so, dass sich das nur die Großen, oder bei der Klassengentechnik konnten sich das wirklich nur die Großen leisten. Dankeschön, Herr Kekeritz. Jetzt gehen wir zu Werner Schlegel aus Krimitschau. Grüß Sie. Ja, recht schönen guten Tag. Wir hören Sie gut. Was haben Sie denn heute mit unserem Thema zu tun, Gentechnik? Ja, ich frage eigentlich nochmal, sind wir uns eigentlich über alle Konsequenzen im Klaren? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Glyphosat diskutiert, was das zu einer Verarmung auf den Feldern geführt hat und welche Probleme damit gerade Insekten und weitere Tierarten damit verbunden sind. Einseitig einzugreifen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das finde ich nicht so besonders, weil ich glaube, dass wir gar nicht über alle Konsequenzen uns darüber im Klaren sind. Und man sollte
sollte wirklich sehr, sehr vorsichtig mit diesem Ding umgehen. Also Sie kritisieren jetzt vor allen Dingen den Glyphosateinsatz. Und das sagen, war eine Folge davon, ist ja, oder beziehungsweise die Pflanzen waren resistent gegen dieses Unkrautvernichtungsmittel und konnte eingesetzt werden. Ja, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, das mit der Sojapflanze in Und die weiteren Folgen ist also eine Verarmung unserer Bodenkulturen und damit die Nahrung für Insekten, Vögel und dergleichen. Das Ziel wäre es dann jetzt durch andere Pflanzen diesen Herbizideinsatz im Prinzip zu verringern. Ist das nicht auch ein Ziel, das man anpeilen könnte? Ja, also das kann man mit und ohne Gentechnik machen. Also komme ich wieder auf den Punkt, dass man sagt, entscheidend ist eigentlich die Art und Weise, wie angebaut wird. Wenn ich keine Monokulturen habe, wenn ich von Jahr zu Jahr auch durchwechsle, nicht nur 2 oder 3, sondern vielleicht 5 verschiedene Pflanzen anbaue, dann habe ich einfach schon viel weniger Schädlingsdruck. Dann können sich spezialisierte Schädlinge und Unkräuter gar nicht so ausbreiten, weil die jedes Jahr andere Umweltbedingungen vorfinden. Das sind aber Dinge, die haben eigentlich mit Gentechnik nichts zu tun, weil das sind Anbaumethoden, die kann ich mit und ohne Gentechnik anwenden. Dass ich unabhängig davon vielleicht Pflanzen habe, die resistent sind gegen Krankheiten, die Nährstoffe besser verwerten können und wie ich das erreiche, das steht eigentlich auf einem anderen Blatt. Also ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen der Art und Weise, wie ich wirtschafte und den Sorten, mit denen ich das mache. Und das kann man kombinieren, wie man möchte. So, wir kommen jetzt schon in die Schlusskurve des Tagesgesprächs heute mit Michael Kaffel aus Hofstetten. Hallo, Herr Kaffel. Ja, grüß Sie. Hallo. Ja, wir sind dran. Wir hören Sie. Ja, also ich bin ganz froh, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, weil das Thema ist halt, wenn es mal ein Lebewesen, das verändert ist, ausbrechen lässt oder es vermehrt sich heute, nicht? Und wie willst du das dann wieder wegbringen? Und ich glaube, generell bräuchte man hier mal eine neue Ethik und nicht immer im Zweifelsfalle für den Geldbeutel oder im Zweifelsfalle für die Industrie, sondern im Zweifelsfalle fürs Leben, nicht? Weil wir können nicht mit der gleichen Denke, die Probleme schafft, wieder meinen, wir können sie lösen. Jetzt bringe ich die Bienen um, wunderbar, dann kommt wieder irgendwas, eine IG Farben Reloaded Company und bietet mir an die selbstbestäubende Pflanze. Was haben wir dann? So geht's doch nicht. Also das Primäre, bevor da irgendeiner an irgendein Geld denkt oder irgendeinen Marktanteil, erinnert euch mal, wie es die Alten gemacht haben, da sind wir auch nicht verhungert. Und mit diesem Ganzen, das haben wir nicht verhungert, da waren wir halt auch ein bisschen weniger, Herr Kaffel. Also, ja, das ist schon richtig, aber es ist genügend da. Wir brauchen nicht jammern. Ja, das jammern. Sagen Sie. Es ist genügend da. Wir brauchen nicht, ich bin nicht wissenschaftsfeindlich. Ich habe selber im Fraunhofer-Institut gearbeitet. Ich weiß, was ich sage, verstehen Sie? Also Sie sagen, das ist noch unkontrolliert, unerforscht, wir können das nicht verhandeln. Nehmen wir es einfach einmal ein Bild, einen Halbkreis, ne, bei 12 Uhr um, da haben wir einen Strich, das wissen wir. Rechts und links, das probieren wir und die untere Hälfte von dem Halbkreis, das sind die Folgen, die wir nicht mehr erleben, aber unsere Nachkommen. Und das ist das Thema. Man muss wesentlich mehr darauf achten, was passiert denn, wenn ein Mensch dann 20 Jahre das Zeug isst. Wie verändert sich seine Biologie? Herr Kaffel, danke schön. Jetzt kann man noch ganz zum Schluss noch sagen, da gibt es ja keine Hinweise, dass da irgendjemand bisher drunter gelitten hätte, wenn er gentechnisch veränderte Sachen gegessen oder hätte. Ist mir auch nichts bekannt. Ich denke, das wichtige Stichwort, was man jetzt sagen kann, ist, es geht um das Vorsorgeprinzip. Das steht in der Gentechnikrichtlinie so drin, die Richter haben es auch nochmal betont. Wir müssen immer das Vorsorgeprinzip im Hinterkopf haben, in der Umweltpolitik, in der Gesundheit. Wir müssen sagen, wenn es Risiken gibt, die auftreten könnten, dann müssen wir dafür sorgen, dass das nicht zum Tragen kommt, dass nicht erst Schäden entstehen, bevor wir hier eingreifen, sondern wir müssen vorsorglich handeln. Und das haben die Richter jetzt nochmal deutlich betont mit ihrem Urteil. Dankeschön, das war Renate L. Sie ist BR-Wissenschaftsredakteurin hier bei uns im Haus. Ganz herzlichen Dank für die engagierte Diskussion, auch an Sie zu Hause. Das Tagesgespräch morgen wieder im Studio, sagt Christine Krüger. Servus.